Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu meinem Let's Play auf Ark Valguero, meinem Let's Play ohne Netz und doppelten Boden. Ja, das Gespräch ging ein bisschen und ich war auch leider ein kleines bisschen abgelenkt. Deswegen habe ich ein bisschen sortiert, ohne dass ich gemerkt habe, dass ich die Aufnahme ja beendet hatte. Deswegen habe ich jetzt hier ein paar Sachen mehr. Und ich war gerade auch Richtung einen Drop. Habe also einen Airdrop gefunden und da war unter anderem dann hier eine Kantine mit bei. Und jetzt hier also die Wasserflasche austauschen. Und ich habe auch, Moment mal eben gucken, das habe ich auch schon gerade wegsortiert. Hier, einen schönen Crossbow in einem der gelben Airdrops gefunden. Jetzt sind wir also ein bisschen stärker ausgerüstet. Also euch fehlen jetzt an dieser Stelle, ich glaube, 5 Minuten, wenn ich das richtig sehe. Also viel mehr habe ich nicht getan. Ja, sorry an dieser Stelle. Passiert halt. Da kann ich mich nicht von freisprechen. Jetzt seid ihr aber wieder dabei. Gut. Die Höhle hatten wir leer. Da war kein Metall mehr drin. Jetzt müssen wir nur abwarten, bis der hier fertig ist mit seinem Rumgebrenne. Wir brauchen noch 89 Stück. Dann können wir das machen. Ich würde einfach sagen, wir schnappen uns nochmal den Kano und holen einfach ein bisschen mehr Fleisch. Denn wir hatten ja sowieso vor, so unter der Woche Fleisch zu organisieren, damit wir verrottetes Fleisch haben und dann Narkotics und Co. herstellen können. Und hier wieder auf. Wir hätten ja ein paar Stegos gesehen, dann hier ein paar kleine Tiere und so weiter. Die sind jetzt alle nachgespawnt. Da werden wir jetzt uns einfach mal den Wanst vollschlagen. Beziehungsweise der Kano soll das Ganze nicht essen, sondern natürlich nur farmen. Apropos, ich habe noch gar keinen Namen gegeben. Wie heißt du eigentlich? Was bist denn du? Du bist ein Mädchen. Wie heißt du denn? Vivian. Hi Vivian. Grüße dich. Schön, dass du da bist. Mensch, das klappt ja, wenn die Tiere sofort mit mir reden. Gibt auch Tiere, die sind ein bisschen schüchtern oder ähnliches. Das brauche ich dann immer ein bisschen, bis ich deren Namen rausgekitzelt habe. Aber ich zwinge denen halt keinen Namen auf. Ich warte, bis die mir sagen, wie sie heißen. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man ein Tier dann mit einem Namen ruft, auf das sie gar nicht so richtig hören wollen. Und ja, das merkt man aber beim Spiel dann aber auch. Ja, wenn man einen Horst dann auf einmal Detlef ruft, dann ist nicht so schön. Na, Futter. Hau rein hier, hau dir die Backen voll. Da haben wir wieder eine Lilo. Damit. Immer noch das gleiche Problem. Die Tiere, die direkt unter einem sind, echt schwierig zu kriegen. Echt schwierig. Okay, hier in dieser kleinen Ecke, da hatte ich den Vorteil, da kann ich den gegen die Wand stupsen. Was ist denn hier rechts mit... Ih, da sind zwei Raptoren. Das sind drei Raptoren. Das wäre eigentlich eher eine Möglichkeit, um alle drei zu zähmen. Für Eier legen. Das ist ja mal 120, 150, 20, 55. Das ist cool. Das ist cool. Das machen wir. Vor allen Dingen irgendeiner davon warten. Noch ein Eventtier. Ja, der 150er ist der hintere, aber ist das der Event? Das ist sogar der Event. Guck mal, der 150er ist der Event. Jo. Coolio. Aber ich glaube, wie lange brauchten die denn? Wie lange brauchten die kleinen Dicken denn? Ich muss mal wieder hier eben die App öffnen.
Einmal die App öffnen, aber das kennt ihr ja. Raptor. Und das Ganze jetzt natürlich mal 1. Und diesmal mache ich dann natürlich mit Matten. Dann sind es nur 23 Minuten. Ich habe das beim letzten Mal ja auch falsch gemacht. Ich habe das ja mit normalem Fleisch gemacht, weil ich nicht wusste, wo man Matten herkriegt. Jetzt liegen die betäubt bei 28 Minuten. Ich gehe zwischendurch ein bisschen Schäfchen holen und dann sollten die fertig sein. Ja, das klappt ganz gut. Guck nochmal. Das ist wirklich... Ah, das ist ein Weibchen. Der 20er ist ein Männchen. Und der 150er... ein Männchen. Ach, schade. Na gut, dann muss ich das 20er killen. Weil das brauchen wir nicht. Wir brauchen hier kein Low-Level-Weibchen. Wenn es ums Eierlegen geht. Das brauchen wir nicht. Ja, so kommt das. So findet man auf einmal durch Zufall ein paar Tiere und dann ändert man sein ganzes System. Und zähmt auch unter der Woche dann auf einmal andere Tiere. Aber gut, wir müssen eh die Zeit rumkriegen für die Metallschmelze. Also nichts. Nichts ist umsonst. Das sollte reichen mit den Pfeilen. Da mache ich mir jetzt gar keinen Kopf drum. Der 20er, der wird gekillt. Deswegen werde ich da jetzt auch nicht die teuren Pfeile für opfern. Besteht noch eine minimale Chance, dass wenn ich die Raptoren jetzt angreife, auch wenn die da, wie es aussieht, in der Schwebe festgepackt sind, dass ich durch einen Schuss die da wieder rauskriege. Also da muss ich aufpassen. Aber trotzdem fliege ich mit meinem Kampfvogel, in Anführungsstrichen. Der ist übrigens super hübsch, wie ich finde. So. Hallöchen. Hallo Iggy. Du warst der Mail, den ich nicht brauchte. Entschuldige schon mal dafür. Hey Iggy, lauf mir nicht vor die Schissflinte. Machst du trotzdem. Du bist ja ein kleiner Drecksack. Push. Geh woanders spielen. Geh woanders spielen. Na, ja okay, jetzt drehen die sich natürlich alle gleichzeitig irgendwie auf Flucht. Na, ich muss betäuben. Krieg die da jetzt nicht getrennt. Krieg die nicht getrennt, weil ich halt nicht weiß, wer ist betäubt, wer ist noch lebend, wer ist welches Tier, etc. Da, der erste pennt schon. Das heißt, wird wahrscheinlich der 20er gewesen sein. Mach genau die 6 Sekunden, weil irgendeinen von den beiden werde ich schon treffen. Und dann werden die der Reihe nach einfach umkippen. In erster Linie kommt es mir auf den schönen an. Das ist der jetzt natürlich zwangsläufig, der dicke, der jetzt noch steht. Blau würde mir da natürlich noch wesentlich besser gefallen, da braucht man nicht so drüber diskutieren. Aber ein Raptor und Rot gleich gefährlich, Signalfarbe zum Hinstellen als Männchen, das sollte passen. Ich
Ich hoffe, ich komme auch an das jeweilige Inventar, weil die müssten wirklich genau auf einer Stelle stehen. Alle drei müssen auf einer einzigen Stelle stehen und dementsprechend werden sie jetzt gleich auch auf einer Stelle liegen. Bin echt gespannt, wie es aussieht. Wir werden jetzt gleich die Steine einmal wegmachen, wenn der letzte liegt. Und uns das Ergebnis begucken. Ach, jetzt liegt er. Dann Ergebnis gucken. Da wird einer rausgedrückt, das ist gut. Ne, alle, guck mal, da werden sie alle der Reihe nach rausgedrückt. Dann würde ich aber fast vermuten, dass die in dem Stein gespawnt sind, oder? Müssen alle drei auf der gleichen Fläche gespawnt sein, sonst ist das ja kaum möglich, dass die da so wirklich auf einem Punkt waren. Egal, egal, Karl. Also, Mail, Mail und... Ich habe aber Angst, wenn ich jetzt hier an ihn rangehe und da drauf prügel, dass der 150er zusätzlichen Schaden kriegt. Mal eben gucken, wie lange der 20er in Betäubung ist. 14 Minuten, ja, das reicht. Das reicht, dass ich einmal fix Matten hole. Dann kann ich den 20er dann nachher dann immer noch opfern. Aber erstmal muss der leider gezähmt werden. Was irgendwie blöd ist, aber na gut. Na gut, na gut. Ja, hier erlebt ihr was. Und nur mal eben ganz kurz, hier und da und dort, haben wir jetzt auch schon wieder neues Projekt und zähmen mal eben ganz kurz schnell drei Raptoren. Ja, ich lasse mich da gerne zu sowas verleiten und wenn man das schon hat, dass die Tiere es dann einem auch noch einfach machen, dann mache ich das. So, hier hatte ich aber aus den Augenwinkeln was Blaues gesehen. Das ist ein Paar Racer. Der liegt im Moment nicht auf unserer To-Do-Liste. Vor allen Dingen, weil Tiere generell eigentlich gar nicht auf unserer aktuellen To-Do-Liste standen. Aber gut. Das steht auf einem anderen Blatt. Jetzt lasse ich mich schon wieder ablenken und fliege Richtung diesen grünen Dingen. Ich wollte nicht zum Ark. Ich wollte auf die andere Fläche rüber. Jetzt mache ich mal eben eine Zwischenlandung. Allerdings erst einmal gucken, wie es hier aussieht. Jetzt schon wieder einer gebaut oder will. Schüllwäscher. Den kenne ich. Also den Namen habe ich schon mal gesehen. Das scheint kein neuer zu sein. In dem Sinne. So, da unten die üblichen Raptoren. Meine Ausdauer ist wieder voll. Okay, die waren nur bei der Hälfte, aber ich musste mich jetzt auch ein bisschen orientieren. Weil ich mich durch den grünen A-Cup ablenken lassen. Da vorne. Nein, da vorne. Okay. Da vorne. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Oh oh. Ja, Mist. Jetzt wird es gleich Nacht. Dann sind die Schäfchen ein bisschen schwieriger zu finden und vor allen Dingen die Raptoren auch zu erkennen, die da drüben rumlaufen. Hoffentlich funktioniert das alles. Hoffentlich haben wir Glück. Bauen sich wieder Basen auf. Es leckt also ein kleines wenig. Kleines bisschen. Oder ganz ein wenig. Und noch mal einmal
eine Konzentrationslandung, bevor wir übers Wasser fliegen. Okay. Das machen wir aber, nachdem wir die kleinen Säbelzahntiger hier haben, über die Klippe springen lassen. Also immer schön umdrehen, umsehen, wenn man eine Notbremsung macht. Das muss ich mir merken, dass hier, wo die Nähe bei den Bibern, sage ich jetzt mal so, auch die Mammuts rumrennen. Und dann zum Wochenende dann auch mal einen Mammut organisiere. Ich denke, das nächste Wochenende wird schwerpunktmäßig dafür sein, dass wir uns unsere Bautiere mal zusammenholen. Dödi, Anki, Mammutsch. Das werden die drei Tiere sein, die wir brauchen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, in der Woche über genug von den Veggies anzubauen. Dass wir die ganzen Tiere dann mit Veggies zähmen können, was zwar nicht schneller geht, aber was uns zumindest einen kleinen Boni-Level gibt. Und allein das wäre ja schon zu befürworten. Oh, ich muss erstmal noch ein bisschen was anderes schnabulieren. Haben wir denn mal hier was Kleines? Entschuldige, dass du jetzt gerade als Kleines hier rumlagst, rumliefst. Ich muss natürlich ein bisschen darauf aufpassen, dass da ist ein roter 20. Ich gucke trotzdem immer nach den Leveln. Ich habe keine Ahnung, auch wenn ich weiß, ich möchte den nicht zähmen und ich zähme nicht. Ich gucke immer nach den Leveln. Das ist eine Arc-Krankheit, kann man sagen. Das ist Arc-Krankheit. Ja, ich hatte, wie gesagt, so ein bisschen Schiss, dass ich jetzt, wenn ich nur das Matten da drin habe und Klein Adler hat Hunger, dass der sich das Fallschirm auf einmal reinpfeift. Und da ist das nächste Schäfchen. Schade, dass die Schäfchen so lecker gemacht haben, ne? Daher geht's denen immer echt an den Kragen. Oder ans Fleisch oder ans Fell oder. Auf jeden Fall müssen sie leiden, die Kleinen. Ein Blick auf die Uhr zeigt mir, dass wir noch super in der Zeit liegen. Und mit dem... Ja. Damit reicht es. Damit können wir auf jeden Fall alle Tiere fertig kriegen, die wir da drüben liegen haben. Und das auch noch in der Helligkeit. Also wir haben hier die Schäfchen in der Helligkeit abgefarmt. Kurze Pause, damit ich auf 100% bin und dann dürfte ich von hier komplett in einem Rutsch durchkommen, falls ich mich jetzt nicht wieder verfliege, denn es setzt ja gleich die Nacht ein. So, genau da in den Bäumen muss ich wohnen. Genau da wohne ich, glaube ich. Bin gespannt. Denn so in 10 Sekunden ist es erstmal duster. Dann dauert es nochmal und dann wird es wieder hell und dann da 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 da. Wir fliegen direkt durch, würde ich sagen. Aber was sollen wir zu Hause noch eine Zwischenlandung machen? Wenn wir zumindest ausdauertechnisch keine brauchen, werden wir auch keine machen. Der 20er dürfte instant fertig sein. Dem klebe ich gleich seine Tüten, dann ist der fertig. Der 55er kurz danach. Bei dem 150er, da müssen wir wahrscheinlich dann noch ein bisschen warten. Das werden wir, ich weiß nicht, ob wir das in dieser Folge fertig kriegen. Ich werde das gleich einmal gegenrechnen, ob das vielleicht nur 2-3 Minuten über der normalen Zeit sind. Wobei ich für mich persönlich so mal 30 Minuten als normale Zeit nehme. Nur habt ihr ja gemerkt in der Vergangenheit,
Mal sind es 27, 28, 29 Minuten und die längeren Folgen, die sind dann sogar bis 38. Also ich stopp das nicht mit der Uhr. Ich versuche es halt immer nur so ungefähr in dem gleichen Radius zu halten. Und euch scheint es zu gefallen. Ich könnte so kürzer cutten natürlich. Ich könnte mir jetzt immer einen Wecker stellen auf 20 Minuten. Das hat also dann immer beendet. Da ist meine Butze schon am Leuchten. Ich habe meine Beleuchtung angelassen, fällt mir gerade auf. Und schon sehe ich meine Beleuchtung. Meine Wohnung ist gar nicht so uncool, ne? Und es sieht irgendwie super aus. Ist das echt meine Hütte? Nein, das ist doch einfach nur so ein Baum. Warte mal, das kann nicht meine Butze sein. Nee, das ist nicht meine Butze. Das ist die... Ah, okay, das ist hier, wo man den Kristall farmt. Aha, okay. Schade. Ich hatte echt gedacht, das wäre ein schönes Gimmick, wenn ich so direkt unter meinen Bäumen die Beleuchtung habe, dass ich das dann direkt... sehe. Schade. Schade, schade, schade. Aber die ungefähre Richtung dann schien zu stimmen. Was den Weg zu meiner Base betrifft. Denn ihr seht, 10 Meter weiter bin ich schon. Ja, die Beleuchtung sieht so ähnlich aus. Also, ja gut, okay. Ich gebe es ja zu. Ganz so schön wie dieser schöne Baum ist es nicht. So, Ausdauer ist zu Ende. Ich musste also an meiner Base eine Zwischenlandung machen. Das kam jetzt... ja, eigentlich gelegen. Das kam jetzt gelegen. Lohnt das? Ego-Perspektive, Fackel und auf dem Vogel? Ich glaube nicht wirklich, ne? Glaub nicht wirklich, aber gut. Ein bisschen, ja, ein bisschen geht's. Jetzt ist zumindest hier schön, wenn man Richtung Boden ist. Mal eben gucken, dass hier keine anderen bösen Tiere rumlaufen. Oh, die müssen wir mal. Schnell die Matten reindrücken, sonst ist der nämlich wach. Na komm, schnell essen. Muss schnell essen. Ich habe keine Betäubung mit. Ich habe keine Betäubung mit. Das heißt, der muss jetzt durch das Fleisch, was ich ihm gebe, fertig werden. Ja. Hat geklappt. Rest nehme ich wieder raus. Gut, der nächste Kleine, das ist er. So. Oh, Mist. Ich darf ja jetzt keinen Zwischenstand haben. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Komm her, komm, 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 komm. Wenn der sich einmal leer futtert, geht das Zähmen nach hinten los. Das wäre nicht gut. Ich weiß nicht, wie viel der insgesamt jetzt braucht. Wir haben auf jeden Fall dem genug reingegeben. In dem braucht 6, 12, 18, 24, 32 reicht. Das reicht, wenn wir dem jetzt alles reingeben. Damit wird die 150er auch fertig. Ja, also ihn brauchen wir hier nicht. Der ist unnütz. Der ist unnütz. Ich weiß aber nicht, wie die sich verhalten, wenn ich jetzt auf ihn attackiere. Ich meine, steht der Attacking Target, ne? Müsste ja sein Kollege eigentlich draufhauen. Also hier, du müsstest auf sie draufhauen. Andersrum. Ist egal. Nein. Ist jetzt aber auch fies. Das mache ich nicht vor den anderen. Das mache ich nicht vor den anderen. So, Futter. Ah, okay, muss erst noch ein bisschen aushungern. Also ein bisschen Zeit braucht ihr noch. So, kann ich dich mit dem Adler killen? Ich glaube, das ging nicht. Einziger war möglich mit dem Drachen. Da
Weil das habe ich ja auf... Ja, die machen keinen Schaden untereinander. Aber die Fernkampfattacke von dem Drachen, das macht auf jeden Fall Schaden. Na, kommt mal mit. Bring ich euch schon mal nach Hause. Oder zumindest ein bisschen weiter weg. Du bleibst hier und jetzt werde ich mal eben ihn hier erledigen. Ich weiß, ist fies. Macht am besten jetzt einmal die Augen zu. So, ihr dürft die Augen wieder aufmachen. Jetzt ist alles gut. Hätte ich fast nicht dran gedacht, ich kann die Raptoren ja grabben. Kann sie ja einfach in Schleppen nehmen. Nee, du. Passiv. Raptor-Sattel, glaube ich, müsste ich auch haben noch, denn ich hatte ja schon mal den einen oder anderen Raptor. Ist ja nicht so, dass ich bisher noch gar keinen Raptor unterm Popo hatte. Hatte ich jetzt so gesagt, wo ist denn das? Raptor? Hallo? Habe ich nicht. Oder habe ich... Ach, habe ich oben auf dem Dach schon einen Raptor stehen? Bin jetzt gerade verwirrt. Nee, ich habe doch gar keinen Raptor hier. Bei dem letzten Mal ist der Raptor-Sattel auch weggekommen? Jetzt bin ich verwirrt. Ich weiß das wirklich gar nicht mehr. Ist schon so lange her, seit dem letzten Raptor. Was habe ich denn gemacht mit dem letzten Raptor-Sattel? Oder habe ich den in eine andere Kiste getan? Da ist nix. Hatte ich den Sattel echt verloren? Das war doch da, glaube ich, wo ich oben von den anderen zwei Raptoren weggesnackt worden bin, meine ich. Bin jetzt... ganz leicht, nur verwirrt. Egal, die Verwirrung muss jetzt einfach sein, da muss ich durch. Und hier können wir jetzt entsprechend aber weitermachen. Da haben wir nichts. Nein, Gasolin habe ich da nicht, muss ich hier also eins rausklauen. Und dann stellen wir uns den ersten Industrial Grill her. Auch interessant irgendwie, ne? Eine richtig klitzekleine Butze. Und was machen wir hier alles? Wir haben hier alles drin. Wir stellen hier alles rein, was wir nur so brauchen. So breit ist der. Da wollen wir erstmal schauen, wo ich überhaupt hier einen Platz finde. Muss ich da schon wieder anbauen? Wird langsam echt klein hier. Also das brauche ich nicht mehr. Das war ja eine Stützkonstruktion. Nee, das war nur eine optische Konstruktion. Aber ich glaube, ich werde das dann da vorne machen. Werde ich hier mal noch zwei Foundations hinpacken. Und dann da drauf den Grill. Shit. Ich kann hier nichts hin platzieren. Das ist zu tief. Das ist jetzt aber Schiete. Das ist jetzt Schiete. Nee, Slot Wooden Roof brauche ich nicht. Brauche eine normale.
brauche eine normale. Oder beziehungsweise ich nehme direkt zwei. Das ist einfacher zu handhaben. Quatsch, da muss ich ja nur die Rohmaterialien mitnehmen. Ich muss ja gar nicht mehr am Mann haben. Also Wood, halt, Strukturen und Wood. Und zwei Wooden Ceilings. Dann werden wir damit arbeiten. Das geht, jawohl. Wir testen einmal, ob wir das optisch hier kaschieren können. Vermute, das wird nicht funktionieren. Nope, das geht nicht, das dachte ich mir. Und dann stellen wir den Grill dahin. Da kennen wir ja nichts, ne? Weil wir den theoretisch drehen müssten, aber ich kann den nicht drehen von hier aus. Ich würde ganz gerne immer das Feuer sehen. Ja, doch, ich könnte den jetzt so hinstellen. Ja, dann würde der aber vorne überstehen. Ja, dann wird das der erste Grill sein, den ich nicht richtig aufgestellt habe. Aber man kann ja leider nicht drehen. Man kann ihn ja nicht drehen, aus irgendeinem Grunde. Na, ich guck mal lieber ein bisschen nach unten und mache das per K-Perspektive, damit ich da zumindest ein bisschen akkurat arbeiten kann mit dem Ganzen. Schrägdach ist nicht so. Okay, gut. Das müsste funktionieren. Kann ich doch machen. Kann ich dahinter zwar gehen, aber das ist egal. Aber dann habe ich das. Mal gucken, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das jetzt vorstelle. Nein, so nicht. Weg. So. Hocke. Ja, also ich kann zumindest so setzen. Ja, das geht. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank, dann kann ich das doch so setzen. Ihr seht vorne unten die Lücke. Da kommt halt dieses Feuer rein. Ja. Da kann ich mit leben. Das ist sehr gut. Kriegen wir die Stützpfeiler da noch weiter runter? Wäre jetzt eine Überlegung mehr. Nein, komm, wir haben was vor. Wir haben was vor, wir haben was vor. Und zwar, wir wollten unseren Hut herstellen. Das machen wir bei der nächsten Folge. Denn wir müssen ja das ganze Fleisch noch brutzeln. Also, bis später.